Hallo, wir sind's wieder. Selma vom Binoki Verlag und Rieke von Media Residence. Die nächste Folge 5.3 der Literaturpodcast Vielfalt durch Lesen ist in den Startlöchern. Und es geht, Überraschung, um Vielfalt und um Lesen. 5.3 steht dabei für Artikel 5 Absatz 3 des deutschen Grundgesetzes. Kunst und Wissenschaft, Lehre und Forschung sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet jedoch nicht von der Treue zur Verfassung. Und die Freiheit der Lehre, die hat unser nächster Gast richtig ernst genommen. Sie hat an der Universität Bonn studiert, an der FU Berlin und in Yale. Und außerdem hat sie vor vielen, vielen Jahren die erste Messe für digitale Literatur organisiert. Ihr geht es um das digitale Wir, womit sie sich in der gestützten Frage engagiert. Genau, und um Flucht geht es auch in dem Buch, was sie zur Literaturliste beigesteuert hat, was sie uns mitgebracht hat. Genau, Weiterleben von Ruth Klüger, eine Jugendbiografie zwischen Parkbank, KZ und den Weltmeeren. Also jede Menge Themen zur Persönlichkeit, Christiane Frohmann, zum Buch von Frau Klüger in 5.3. Der Literaturpodcast Vielfalt durch Lesen. Los geht's. Willkommen bei 5.3, dem Literaturpodcast Vielfalt durch Lesen. Heute zu Gast, heute als Gastgeber mit mir zusammen Bastian, ich bin Selma und zu Gast haben wir heute Christiane Frohmann, Verlegerin, Autorin, sehr, sehr aktiv im Netz und eine ganz, ganz tolle Frau. Ich freue mich total, dass du heute da bist und wir dich näher kennenlernen dürfen. Ich habe mal so ein bisschen so ein paar Fakten zusammengestellt. Du bist in Bad Homburg geboren. Du hast Komparatistik, Philosophie und Germanistik in Bonn, Berlin und Yale studiert. Sehr cool. Und mittlerweile lebst du in Berlin. Du bist, wie gesagt, Verlegerin, Autorin. Du bist sehr, sehr viel digital unterwegs. Du hast unter anderem 2014 die erste Messe für digitale Literatur ins Leben gerufen. Mit Nicola Richter zusammen, auch eine Digitalverlegerin. Und Fabian Thomas, glaube ich. Genau, die Electric Book Fair. Du hast die Performance-Reihe, den Katersalon, ebenfalls initiiert, ins Leben gerufen, wurdest dafür auch ausgezeichnet 2013 auf der Frankfurter Buchmesse. Und du bist auch Community-Botschafterin von Mojo Reads. Was das ist, kannst du gleich im Gespräch nochmal erklären, was ihr da genau macht. Unter anderem ist dort auch unsere Vielfalt durch Lesenliste sehr prominent vertreten. Und du hast, ich weiß gar nicht, was das so wirklich ist, ich würde es mal als Begegnungsformat bezeichnen, Urbanism geschaffen mit Lerner Wattig zusammen. Darüber können wir auch gerne nochmal sprechen. Und was auch super spannend ist, du engagierst dich als Sprecherin auf nationalen und internationalen Konferenzen für das digitale Wir. Und für die transkulturelle Kollaboration. Du hast auch ein Format entwickelt mit einer anderen Botschafterin aus der Liste, Azal Daldan, an einem Tisch heißt das. Und du bist du hast auch, und darüber werden wir auch nochmal reden, eine Kunstfigur geschaffen für deine feministische Medienarbeit und Gesellschaftskritik. Und das sind die präraphaelitischen Girls, die das Internet erklären. Super spannend, und das ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Auszug von all den Dingen, die du tust. Was machst du in deiner Freizeit so? Gärtner, auch schön. Wir haben sich auch sehr grün eingerichtet im Studio. Ja, ich würde sagen, das ist auch die erste unserer Folgen, wo wir quasi bei dir zu Gast sind. Wir sind ja ein digitales Format und werden im Internet ausgestrahlt. Das ist ja eher dein Zuhause. Ich glaube, niemand hat die Kunst-, Literatur- und Veranstaltungsszene digital so geprägt wie du. Wie kam es dazu? Du hast ursprünglich vergleichende Literatur studiert, aber da wahrscheinlich eher nicht den Vergleich totes Holz und digital, sondern wahrscheinlich die Kunstform. Wie kam es dazu, dass du so ins Digitale eingetaucht bist, thematisch? Es war vergleichende Literaturwissenschaft und das habe ich in Berlin studiert, das sehr theoretisch ausgerichtet ist in dem Fach, sodass das ganz viel schon immer mit so kunstübergreifenden Dingen zu tun hatte. Und ich würde es heute so verstehen, dass ich das Glück habe, so ein bisschen die Übergangsgeneration zu sein, dass ich alt genug und klassisch ausgebildet genug bin, um noch so diese alte 20. Jahrhundert Medienwelt, die analoge, gut zu verstehen oder eigentlich in der groß geworden zu sein. Und aber trotzdem wirklich
Glück gehabt zu haben, dass ich nicht so jemand bin, der sagt, ich kriege Anfälle, wenn ich schnell geschnittene Musikvideos gucke, sondern auch in diese ganze MTV-Sache und dann später auch ins Internet ziemlich organisch reingekommen bin und mich halt nicht anstrengen musste, nicht zwingen musste, mal Twitter auszuprobieren. Bis vor kurzem war es ja so, da wurde den Jugendlichen, den netzaffinen Menschen vorgeworfen, unpolitisch zu sein, unorganisiert zu sein. Das hat sich mittlerweile alles relativiert, spätestens mit den Demonstrationen zu Artikel 17, wie er ursprünglich heißt in Europa, und auch der Fridays for Future Organisation. Aber auch du hast einen politischen Hintergrund. Als du in Yale warst, da ging es um den Holocaust, das internationale Archiv, zumindest habe ich das gelesen auf Wikipedia, und hin zu deinen Formaten, wie Selma sie beschrieben hat, die sehr demokratisch angehaucht sind. Was bedeutet für dich, Haltung zu zeigen und dich selbst zu engagieren über Literatur, über das Internet, über Kunst im weitesten Sinne? Also in Amerika bin ich gar nicht hingefahren, um das zu tun, sondern es hat sich dort ergeben, dass ich halt so eine wissenschaftliche Hilfsstelle an diesem Fortunoff Archive for Oral Holocaust Testimonies machen konnte. Und das hat ziemlich viel für mich geändert, überhaupt dieses von außen auf Deutschland gucken, zu sehen, was es für Publikationen in englischer Sprache gibt über Displaced Persons Camp in der Nähe von meinen Heimatorten, von denen ich nie was gehört hatte, Synagogen in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, von denen ich nie was gehört hatte. Und ich habe halt gemerkt, dass ein großer Unterschied ist, ob man von draußen und einfach in anderen Blickwinkeln auf Dinge guckt. Und das habe ich so als Erfahrung mitgenommen. Aber mein Verlag zum Beispiel war, würde ich sagen, bis 2015 ein reiner Ästhetikverlag. Und eigentlich durch die gesellschaftlichen Veränderungen, durch die spürbaren, habe ich an irgendeinem Punkt einfach gemerkt, meine Ausbildung ist nichts wert, wenn ich die nicht in so einer Situation einfach nutzbar mache auch. Und bin einfach dann sehr viel politischer beim Arbeiten auch geworden. Wow. Ja. Du hast für die Liste, Ruth Klüger Weiterleben empfohlen, für die Vielfalt durch Lesen Liste. Und du hast aber auch Ruth Klüger selber verlegt. Ja. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ja, ne? So. Genau. Das hat eigentlich gar keinen inneren Zusammenhang, dass ich Ruth Klüger verlegt habe. War ein Zufall, es war nicht mein Verdienst. Das kam einfach, weil ich in diesem ersten Verlagsprojekt Originals Berlin, was ich 2011 bis 2012 gemacht habe, haben wir viel mit Agenturen gearbeitet und die Agentin von Ruth Klüger hat einfach, weil die einfach sehr offen ist und experimentierfreudig, gesagt, ja, die würde durchaus auch mal ein E-Book machen wollen. Und dann haben wir diese Rede, die sie 2010 in Zürich gehalten hat, an das Lesen, wo sie ja auf eine wirklich absolut entwaffnende Weise offen über ihre Freude am digitalen Lesen spricht. Also da würde man sich wirklich wünschen, hätten wir uns 10 Jahre lästige Formatdebatten sparen können, wenn die Leute so unbefangen ans Lesen einfach grundsätzlich rangingen. Und dann habe ich diesen Text etwas erweitert, als E-Book herausgegeben, war die erste Publikation. Und das kenne ich noch aus, nicht aus dem Studium, aber aus der Zeit danach. Und es hat mich einfach total beeindruckt, damals als Text, also wirklich als Leseerlebnis. Als ich sie dann in echt kennenlernte bei einem Abendessen, habe ich auch noch gemerkt, ich habe nie Vorbilder gehabt in meinem Leben, bin immer so ein bisschen als Frau in dem Bereich muss man eigentlich so auch so klarkommen. Also da ist nichts, woran man sich so groß orientieren kann. Und dann war es aber so, dass ich mich unglaublich bestärkt gefühlt habe. Nicht so nach dem Motto, wir sind vom gleichen Schlag, sowas. Aber sie war mir im Vorfeld nämlich auch als jemand, der nicht ganz unkompliziert ist, ein bisschen schwierig geschildert worden und ist einfach eine total straighte, reizende, total kluge, unprätentiöse Person. Und ich konnte mir da zum ersten Mal vorstellen, wie es zu diesen Geschichten kommt. Und seitdem bin ich insgesamt sehr vorsichtig, wenn speziell Frauen als kompliziert und anstrengend und so weiter geschildert werden. Das hat sich schon ziemlich oft als etwas herausgestellt, was ich inzwischen ganz anders einordnen gelernt habe. Deswegen meinst du auch, also genau. Das, okay, ja. Weil Frauen grundsätzlich so, wird das auch über mich gesagt? Ich weiß das gar nicht. Nicht von mir. Ist das so ein männlicher Vorwurf, dem du häufiger begegnest oder so eine Anmerkung? Ich glaube, nicht unbedingt von Männern unbedingt ausgesprochen, aber einfach eine, jetzt hat sich das schon sehr stark geändert in den letzten Jahren, weil ja jetzt gefordert wird, dass Frauen sich auch durchsetzen und sagen, nee, halt so geht's nicht weiter, hör auf mir Ratschläge zu geben, habe ich nicht gewollt. Aber das ist ja einfach schon mal wieder 10 Jahre her gewesen und da war ich selber noch eher so jemand, der
fast nur mit Männern gearbeitet und hat und befreundet war und sich eigentlich auch so freute, wenn man bei den Bros gut ankam oder das gar nicht hinterfragt hat. Und eher geneigt war, solche Frauen, die so ein bisschen fordernder sind und sagen, ich lasse mich nicht so einordnen, dass ich dann vielleicht auch sowas gedacht, gesagt hätte. Und da hat mir das angefangen, einen neuen Blickwinkel einzugeben, dass ich das mal hinterfrage. Also es klingt jetzt ein bisschen sehr naiv, als ob ich vorher nie so einen Gedanken gehabt hätte. Aber hier hatte ich einen ganz konkreten Fall von jemand, wo ich keinerlei Grund gesehen habe. Und auch Sachen, die sie mir gesagt hat, wir haben uns auch wirklich sehr gut verstanden. Und dann hat sie mir auch so wirklich Tipps gegeben. Sie hat gesagt, ich habe sie nach einer Begebenheit gefragt. Man hat sich immer so eine Anekdote erzählt, wie sie mal einem Typen, der antisemitisch auf sie zugekommen ist, im akademischen Kontext, also so einem wirklich Ivy League-Professor, das Rotwein über den Kopf gekippt hat. Und das hat mich sehr beeindruckt und das wollte ich genauer wissen. Und dann habe ich auch noch vermutet, wer das gewesen ist und hatte recht. Und dann hat sie mir erzählt, dass man so einen Auftritt aber wirklich sehr dosiert machen muss, dass man den nur einmal machen kann, weil man ansonsten halt die verrückte Kuh ist. Ne? Aber wenn man das einmal macht, geht's. Wie ist es denn, jemanden zu kennen, also zuerst durch die Literatur kennenzulernen und dann persönlich kennenzulernen und dann nochmal als die nächste Steigerung auch verlegen zu dürfen? Also cool, oder? Also ich hab die Erfahrung. Du hast ein berufliches Interesse. Tatsächlich ein berufliches Interesse, weil es ging mir halt auch so. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt bei uns im Verlag auch Autoren, die ich leider nicht mehr kennenlernen kann, weil sie einfach nicht mehr leben. Aber viele leben eben halt auch. Und das ist dann natürlich nochmal dieses Bild, ne, was man so hat. Also ist auch nicht, bewahrheitet sich auch nicht immer. Manchmal ist es auch dann doch ein bisschen enttäuschend. Aber in dem Fall ja ganz anders. Genau, und das hat vielleicht auch bei mir so einen kleinen feministischen Schub hervorgebracht, dass sie eine Person war, die überhaupt nicht verloren hat, sondern nochmal gewonnen, nochmal eine ganz neue Ebene dazu gekriegt hat. Wohingegen ich, also speziell in Berlin, so in den 90er, 0er Jahren, habe ich nach und nach immer häufiger Leute kennengelernt, die so ein bisschen Pophelden von mir früher gewesen waren. Und da war es nicht selten der Fall, dass das totale Piefkes waren dann in echt. Also so nicht unbedingt nicht nett oder so, aber also so mein Avantgarde-Begriff hat sehr stark gelitten in dieser Zeit. Und bei ihr war es eher so, dass ich sie noch mal aufregender fand, als ich sie dann in Wirklichkeit getroffen habe. Wir müssen Sie vielleicht fürs Publikum mal ganz kurz einordnen, Sie und Ihr Buch, die gute Ruth Klüger, mit Ihrem Buch Weiterleben. Sie ist Österreicherin und dort aufgewachsen in der Nazi-Zeit, in der Weltkriegszeit und musste fliehen. Über Bayern war eine der Stationen und dann auch irgendwann in die USA, bevor sie wieder zurückkam, richtig? Also musste fliehen, ist ein sehr glücklicher Zufall, sehr am Ende des Weges. Also sie war in drei Lagern, sie war auch in Auschwitz-Birkenau und ist dort nur durch wirklich die Geistesgegenwart und auch Courage einer Mitinhaftierten gerettet worden, die ihr zugeraunt hat. Sie war damals 13 Jahre alt, sie soll sagen, dass sie 15 ist, weil sie dann als noch arbeitstauglich in irgendeiner Form gegolten hätte. Und die hat ihr quasi das Leben gerettet. Und es ist einer der Auslöser gewesen, warum sie 40 Jahre später dieses Buch geschrieben hat, auch um zu zeigen, was einfach ein Moment menschlicher Größe bedeuten kann. Und die Flucht ist ihr in der letzten Station mit ihrer Mutter zusammengelungen, als die Lager aufgelöst wurden, auf so einem Evakuierungsmarsch war. Da konnten sie fliehen und sind von einem Pfarrer versteckt worden. Ich denke, das geht nämlich auch weit über den Feminismus hinaus, Menschen zuzuhören, die noch reden können. Du hast es gesagt, du hast ein paar Autorinnen bei dir im Verlag, mit denen man nicht mehr sprechen kann, was sie meinen, was sie erlebt haben. Ich habe neulich auch mit meiner Oma gesprochen über das Ende des Zweiten Weltkrieges in Wismar. Die Bomben, die dort gefallen sind und die Truppen, die da durch die Gegend gezogen sind. Und das hat einfach eine andere Nähe und eine andere Schwere auch, wenn man das persönlich erzählt bekommt. Noch anders, als wenn man es liest oder sieht in einem Film oder so. Und diese Öffnung in die Vergangenheit und die Lehren rauszuziehen und Dinge anders machen zu wollen, Dinge auch anzuzweifeln und umkrempeln zu wollen, sind da, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Auf jeden Fall. Ich glaube, Ruth Klügers Buch nimmt auch eine Sonderstellung in diesen überlebenden Geschichten ein, weil sie eine Nüchternheit und man spürt eben, sie ist ja vorher schon Literaturwissenschaftlerin gewesen. Also sie ist in die USA gegangen, hat geheiratet, Kinder bekommen, erstmal als Bibliothekarin gearbeitet und dann erst im fortgeschrittenen 30ern oder so hat sie angefangen, Germanistik zu studieren, weil man sie geraten hat. Und dann hat sie promoviert und hat eigentlich sich dem Deutschen im Englischen überhaupt erst wieder annähern können und hat nur auf Englisch publiziert, wissenschaftlich, und hat
erst eben 1992 zum ersten Mal dieses, das deutsche Buch, wie sie es nennt, für ihre Freunde in Tübingen, wo sie auch immer viel gelehrt hat zwischendurch, geschrieben. Und das ist halt einfach sehr, sehr interessant, weil sie durch diesen absolut nüchternen Ton, den sie schafft, dann trotzdem dieses Literarische, was mitschwingt, was es auf so eine schwer beschreibbare Weise auch schön zu lesen macht, obwohl es um so schreckliche Dinge geht. Es erlaubt einem einen sehr unmittelbaren Zugang und nicht das, was sonst häufig der Fall ist, wenn ein gewisses absolut nachvollziehbares und richtiges Pathos, was bei ihr aber komplett fehlt, was Lesen in meiner Erfahrung nach so ein bisschen erlaubt, sich in so ein ganz tiefes Mitgefühl zu verabschieden. Und hier wird man die ganze Zeit auch sehr gefordert und fühlt sich auch wirklich betroffen auf diese Täterweise. Und das ist in einem Gleichgewicht in diesem Buch, was es ziemlich einzigartig macht. Und deswegen, es ist ja auch sehr viel in Schulen gelesen worden, aber ich würde sagen, allerspätestens jetzt, wo immer weniger wirklich Überlebende persönlich kommen können, sollte es einfach absolut zwingend im Unterricht gelesen werden. Du hast vorhin gesagt, na, dass wenn man es persönlich erzählt bekommt, überliefert bekommt, ist es natürlich, kann man das eher annehmen. Also ich persönlich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, das ist natürlich, weil du auch einen persönlichen Bezug halt auch zu deiner Großmutter hast. Also wenn ich zum Beispiel auf Veranstaltungen bin oder so, dass wenn ich irgendwie jetzt zurück zu meinem Thema so komme und ich dann gefragt werde, wie das halt ist, wie, ich sag jetzt mal, wenn ich den Deutschen die Türken erklären muss, ja, dann ist es ganz schwer, dass sie das von mir annehmen. Sie nehmen es viel, viel leichter an, wenn sie es lesen, wenn sie es über die Literatur erfahren können. Also deswegen ist es so, hast du auch die Erfahrung gemacht? So, das ist natürlich jetzt nochmal was anderes, weil es so eine familiär und nochmal eine ganz andere Betroffenheit ist. Aber so im großen Kontext finde ich, und das war ja auch so quasi der Hintergrund der Idee, also dieser Literaturliste, habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, es ist so, ja, lass mal das Migrantenkind quatschen, aber eigentlich, wenn dann ein türkischer Schriftsteller kommt und erzählt oder schreibt, wie es da eigentlich wirklich, was da wirklich abgeht, dann können sie es viel, viel eher annehmen. Wir sind ja im Bereich Kunstfreiheit, die ist ja sehr vielfältig, ja, von der Fiktion zur Biografie. Ich glaube, es gibt die Bücher und Werke, man muss den Autor oder die Autorin überhaupt nicht kennen, um das ranzulassen. Das sind halt unterschiedliche Stile, die da stattfinden. Ich finde es nur gerade an der Stelle so spannend zu sagen, Vielfalt durch Lesenliste und die Vielfalt eben auch bezogen auf Erinnerungen und auf Generationen zu beziehen. War das ein Grund, warum du das Buch vielleicht mit ausgewählt hast? Oder? Auf jeden Fall. Sie macht selber so Kategorien auf, dass sie sagt, dass das mit Orten, also so Auschwitz-Birkenau und auch diese gewisse Widerständigkeit der Nachlebenden, sich die kleineren Lagernamen zu merken, weil sie das lieber so ein bisschen einordbar unter diesen großen bedrohlichen Begriffen Namen haben. Sie meint, dass es mehr so sind, was die Orte zu einer bestimmten Zeit bedeutet haben. Sie hat auch unglaublich eindrückliche Bilder darin. Sie spricht immer von ihrem Freund Christoph, der so der Inbegriff des Nachkriegsintellektuellen, des absolut freundlichen, gutmeinenden, aber der nicht richtig zuhört, wenn die Betroffenen sprechen. Und das erinnert mich so sehr an das, was ich heute im Netz erlebe, dieses wirklich immer wütender werden der Diskriminierungsbetroffenen, die sagen, verbessere mich nicht, hör mir zu. Das ist hier der Ort, wo ihr uns zuhören könnt, statt uns zu sagen, wie es mit uns ist und wieder ein Die und Wir zu machen. Und Christoph ist ja ein ziemlich leicht entschlüsselbarer Name für Martin Weiser, der ihr Freund war. Und das wiederholt sich jetzt gerade wieder, die sogenannte Mitte, die wohlmeinenden Linksintellektuellen auch, die halt dennoch wieder über die Leute reden, statt zuzuhören. Und auch das Buch, ich habe jetzt wirklich nochmal drin geblättert in Vorbereitung für die Sendung und den Teil hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, als ich es empfohlen habe. Das ist auch letzten Endes wieder ein ganz gutes Kategoriensystem für die Kommunikationsprobleme, die wir gerade aktuell im Netz erleben gibt und letzten Endes auch eine Lösung, wenn man ordentlich liest. Als ihr gestartet seid damals mit Urbanism, was du mit Leander machst, ihr habt ja sowieso schon in euren Veranstaltungsformaten, wart ihr eine der ersten Institutionen, die großen Wert auf eine gleichberechtigte Podien gelegt haben und ähnliches, wo die Vielfalt auch zum Tragen kommt. Und das andere ist eben, du sagst,
dieses, die wohlmeinenden Intellektuellen, ich habe auch recherchiert und als ihr mit Urbanism angefangen habt, gab es einen Bericht über euch und da stand drin, seit Christiane Frohmann und Leander Wattig braucht man keine Angst mehr vor den Intellektuellen haben. Ich weiß gar nicht, in welchem Medium das stattgefunden hat. Aber würdest du sagen, das hat sich leider wieder verschoben, weil du meinst, wir haben jetzt wieder die wohlmeinenden Intellektuellen, die viel besser wissen, ohne zuzuhören? Naja, also es gibt ja immer Sphären, in denen der Fortschritt, wenn man das so nennen will, zwar jetzt auch nicht immer linear, sondern mit Vor- und Zurück und Schleifen schon ein bisschen tendenziell weitergeht und in anderen, wo es im Marschschritt gerade rückwärts geht und dann so Bereiche, in denen so getan wird, als ob es vorwärts geht, aber zumindest bleibt man auf der Stelle. Für mich sehr problematisch, für viele andere auch, ist so ein bisschen dieses Wiedereinziehen der Repräsentationsprestige akademischen Kultur im Netz. Es gibt ganz tolle, jargonfreie oder zumindest versuchsweise jargonarme LiteraturwissenschaftlerInnen, die im Netz Sachen erklären oder miteinander einfach diskutieren und da ist klar, die reden miteinander. Da geht es jetzt nicht drum, dass jeder das versteht. Dann ist das ja auch in Ordnung. Dann gibt es aber auch wieder Leute, die aus Institutionen kommen, eine Professur haben, ein Amt und einfach in ihrer Selbstverständlichkeit bestimmen zu dürfen und den Diskurs zu definieren, einfach von allen Seiten wild reingrätschen und so diese Art, wie man miteinander im Netz umgeht, dieses sehr zugängliche und eben nicht so auf das Trennende gucken. Das ist ja eigentlich so ganz schön gewesen mit dem Altersübergreifenden und dass Milieus nicht ganz so eine starke Rolle spielen, auch wenn man das vielleicht auch wieder ein bisschen idealisiert hat. Aber da hat sich so ein bisschen so was, also man hat so das Gefühl gehabt, 10 Jahre lang haben viele Leute nicht kapiert, wie das geht auf Twitter. Und jetzt auf einmal hat man alles, was an der Uni schon schrecklich war, plötzlich da wieder abgebildet. Und ich hoffe, das ist nur ein Zwischenphänomen. Wie verhältst du dich denn auf Twitter an, wenn du solche Diskussionen mitbekommst oder merkst, dass das nicht ganz dem entspricht, wie es gut wäre oder wie es der Kanal hergeben würde? Naja, ich habe für mich persönlich eine ganz gut praktikable Lösung gefunden, die aber, wenn die alle machen würden, dann würde das Netz nicht mehr funktionieren. Ich diskutiere nicht mehr auf Twitter. Also ich benutze es nur zum Anstoß geben und sage immer bei Veranstaltungen, auch gerne im Chat mit mir im RL jederzeit, aber dieses nicht Kontext kontrollieren können, was ja immer für Kunst und Texte in einem gewissen Rahmen gilt, aber da ja schon wesensprägend ist im Internet bzw. in sozialen Medien, das füttere ich einfach nicht mehr. Also und habe auch einfach mit den Jahren gelernt, dass wenn mir jemand von der Seite reingritscht und eine Frage zum 800.000. Mal stellt, kann ich auch nichts dafür, dass der nicht die ganze Zeit bei mir mitliest, aber ich werde dafür auch nicht bezahlt, dass ich das dem erkläre, wenn man es googeln kann. Also okay. Das kommt vielleicht im Einzelfall mal überheblich rüber, aber es ist vom Gefühl her überhaupt nicht überheblich, es ist ein reiner Selbstschutz und ich mache wirklich relativ viel. Ich brauche die Kraft halt für was anderes. Okay. Hast du denn einen Lieblingskanal? Das ist so ähnlich wie mit dem, was ich vorhin über Ruth Klüger sagte, mit der Zeit und den Orten. Das verändert sich sehr stark im Laufe der Zeit. Ganz lange Jahre war Twitter mein Lieblingskanal und ist auch ein Kanal, von dem ich immer noch nicht lassen kann und auch letztlich nicht lassen will. Aber mein Verhältnis dazu hat sich sehr geändert. Ich verdanke diesem Kanal am meisten. Also fast alle meine AutorInnen, mit denen ich arbeite, habe ich auf Twitter entdeckt. Ist ja auch immer die Frage, wie man an seine AutorInnen kommt. Und heute würde ich sagen, am liebsten im Sinne von am wenigsten stresst mich Instagram, weil da schöne heile Welt gespielt wird. Das geht ja allen so, das ist jetzt so ein bisschen wie ein Eis essen oder mein Nickerchen halten. Das macht nichts Schlechtes mit einem, aber ist natürlich auch lange nicht so inspirierend auf diese andere Art, wie es Twitter, wenn man eher ein Textmensch ist. Und Facebook benutze ich gar nicht mehr, habe ich jetzt wirklich aufgehört, benutze ich nur noch im Auftrag, wenn ich für andere Leute was mache, habe ich den Kanal halt noch, damit ich bestimmte Sachen bedienen kann. Aber nachdem AutorInnen von mir wegen Fotos, wo man einfach weiblichen Oberkörper sah, permanent bis, also teilweise immer wieder bis permanent gesperrt wurden, wohingegen man relativ ungehemmten, irrigierten männlichen Penis zeigen kann, ohne dass man geblockt wird, das finde ich einfach schräg. Also dieses Bewerten und Einordnen des weiblichen Körpers oder auch der künstlerischen Arbeit von Menschen auf Facebook, da kann ich nicht mitgehen, deswegen nutze ich das nicht mehr, außerdem finde ich es sterbenslangweilig, muss man dazu sagen.
Und neu benutze ich jetzt seit einem halben Jahr, seit einem Jahr Mojo Reads, die sich jetzt aufstellen, so eine neue Plattform des Lesens zu werden, also so formatübergreifend, dass man sowohl über Bücher sprechen, Bücher empfehlen, auch kaufen kann, aber eben auch Artikel teilen und posten. Und da liegt jetzt so ein bisschen meine Hoffnung, weil es werbefrei ist und man da mit dieser Lebendigkeit, die ich ja inzwischen weiß, dass ich sie im Netz erzeugen kann, dass man da jetzt mal wirklich für die Sachen, hinter denen man steht, Aufmerksamkeit, die auch in Umsätze tatsächlich mündet, mal was machen kann. Weil das ist ja oft das Problem, dass man, Leute haben mir ja schon gesagt, dein Verlag hat einen großen Namen, da muss ich mal lachen, weil normalerweise zahlt sich ein großer Name immer auch irgendwie wirtschaftlich aus und das ist halt bei vielen dieser im Netz bekannten Verlage nicht der Fall. Und jetzt habe ich halt die Hoffnung, dass sich das ein bisschen ändert. Wer sich ein bisschen mit dir beschäftigt hat, merkt ja auch oder hat auch mitbekommen, wie sehr du dich dafür einsetzt, die alte Kunst- und Literaturwelt mit der neuen digitalen Kunst- und Literaturwelt zu versöhnen. Mojo Reads findet analog gar nicht mehr statt, oder? Ist es noch Teil dieser Versöhnungsstrategie? Naja, es ist halt die Versöhnungsstrategie oder der Versuch der Vermittlung, dass man das Gute aus der alten Welt, zum Beispiel beim Verlegen, eine gute Programmarbeit, ein ordentliches Lektorat, eine schöne Gestaltung bei gedruckten Büchern oder auch bei E-Books so gut möglich macht, das mit rüberzunehmen, aber zum Beispiel unnötige Kategorisierung und Genrebildung, wie sowas wie Frauenliteratur, einfach auf Wiedersehen brauchen wir nicht, zurückzulassen, das sehe ich da schon, dass ich das da weiter betreiben kann, weil man hat dort einfach auch die Möglichkeit, auch ich mag manche Sachen gerne als gedrucktes Buch, einen dicken Roman von jemandem, den ich bekanntermaßen total gerne lese und ich weiß, ich will mit dem Buch jetzt nicht irgendwie gerade auf Reisen gehen, dann habe ich das sehr gerne als Printbuch zu Hause und das kann ich da halt im Shop auch kaufen und mir einfach ganz haptisch materiell, obwohl ich nicht so jemand bin, der an Büchern riecht und damit so rumraschelt, trotzdem nach Hause schicken lassen. Also es ist nicht wirklich getrennt vom Analogen, ist ein Teil davon. Aber deine eigene Kreativität ist schon nicht ausschließlich, wir haben hier den Beweis auch liegen, aufs Internet gerichtet. Du hast eine Reihe erfunden von den, ich muss kurz nachgucken, prä-raphaelitischen Girls. Mhm. Ja, die haben inzwischen einen eigenen Twitter-Account und erklären dem User die Welt. Magst du dazu kurz was sagen? Also es hat angefangen mit einzelnen Tweets auf dem Frau Frohmann-Account, also dem Verlags-Account, als es so anfing, dass man merkt, man kann überhaupt nichts mehr Inhaltliches schreiben, also was über eine Ankündigung von einer Veranstaltung oder einem Katzenbild hinausgeht, das unkommentiert bleibt, auf eine anstrengende Weise unkommentiert bleibt. Also so, du musst es so schreiben, könnte man nicht auch sagen, oder man kriegt seinen Witz erklärt. Also es wurde immer anstrengender und ich dachte, das ist nichts für mich. Also ich bin schon auch dünnhäutig in bestimmten Bereichen und ich merke, das zehrt jetzt an mir. Und ich möchte aber das weiter so nutzen können. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Und dann hatte ich halt das Gefühl, es könnte so eine Art ästhetischer Schutzwall sein, dass ich halt diese Medien- oder Gesellschaftsbeobachtungen, Analysen, teilweise auch Frotzeleien, einfach in einer sehr ästhetisierten Form jetzt schreibe und immer mit so einem Bild aus dieser präraphaelitischen Malerschule kombiniere, weil ich es halt auch lustig fand, dass aus der Sicht von so vermeintlich schön aussehenden, leidenden Frauen, also die da so entseelt im Fluss Ophelia rumliegen oder auf irgendeinem Divan hingestreckt, dass das eine lustige Kombination sein könnte. Und diese dritte Person, Plural, die macht's halt. Also das bin halt nicht ich und es sind auch nicht immer meine Erfahrungen, es sind teilweise auch tatsächlich sowas wie Destillate aus meinen Chatgruppen, was da erzählt wird. Und das ist so ein bisschen Ventil. Und ab und zu sagt auch eine meiner Freundinnen, bitte schreib mal was dazu. Das mache ich zwar nicht so oft im Auftrag, aber wenn ich merke, hier dreht jemand gerade durch. Und von den Kunstfiguren erwartet wahrscheinlich keiner einen Diskurs. So wie du vorhin gesagt hast, die Leute wollen irgendwie diskutieren, sprechen und das mache ich nicht auf Twitter publik. Von den Girls erwartet das auch niemand, oder? Hast du da viel Feedback, Fragestellungen, die du unbeantwortet lassen möchtest? Unbeantwortet lasse. Oder einfach unbeantwortet lasse. Also manchmal gehen dann doch die Gäule durch und da wird dann wild drunter diskutiert und dann antworte ich einfach gar nicht. Und dann gibt es aber immer nette Personen, die dann anfangen, den Leuten, die genau auf diese Reingrätsch von der Seite weise fragen oder korrigieren, die dann anfangen, denen das freundlich zu erklären und dann schreibe ich so ab und zu mal wieder einen neuen Menschen, liebe freundliche Menschen, bitte erklärt nicht in meinen Replies rum das Absicht, dass wir darauf nicht reagieren. Halt auf mein Bild herumzumahnen. Genau. Ja. Nee, weil ich denke, eigentlich will ich euch ja schützen. Ich
Ich will euch ja zeigen, wie man die Leute so aushungert, die rumstressen im Internet, die nicht konstruktiv reden wollen, sondern eigentlich nur zeigen, ich bin stärker als du, ich weiß es besser als du. Also ich hatte heute wieder eine Reply, da dachte ich auch, da hat mir einer auch ein Girls-Tweet schrieb so drunter, nach dem Motto, so kann man also quasi nicht über den Holocaust reden. Also der Holocaust ist nichts, woran man Menschlichkeit sozusagen lernen kann. Das ist aus Ruth Klügers Buch. Das hatte ich gerade wieder gelesen. Da dachte ich, das ist so typisch, quasi einer Frau zu replyen mit einer Belehrung, mit einem Gedanken, den man einer anderen Autorin geklaut hat. Ne? Also es ist einfach ein Klassiker. Und Mansplaining sagt man heutzutage dazu. Genau, ne? Und deswegen also Girls Explaining. Also das ist eigentlich diese Figur, dass hier die ungefragte Reply quasi der Tweet ist. Und wer darauf antwortet, macht sich eigentlich lächerlich. Klare Ansage. Klare Ansage, auf jeden Fall. Du hast auch noch ein anderes Format an einem Tisch. Was ist das genau? Was passiert da? Wer kommt da an einen Tisch? Also ein schöner Tisch wie unserer, oder was ist das für ein Tisch? Also noch ein größerer Tisch. Okay. Ursprünglich ist es aus einem Streit auf Twitter entstanden mit Asal Dadan. Wir hatten uns über die Frage, ich habe so ein wohlmeinendes Hashtag benutzt. Sie hat mir damals gesagt, das ist jetzt wieder genau so ein gutmeinendes, nette, linke Frau, bla bla bla. Dann sind wir in eine Diskussion gekommen, haben uns sehr gut verstanden. Aus dem Streit ist was sehr Positives, eine Freundschaft, eine Zusammenarbeit entstanden. Und haben uns überlegt, das war halt eben 2014, als man sich überlegte, was kann man denn jetzt tun? Überall Hass, die Geflüchteten kommen und müssen zu all dem Elend, was sie vorher schon erlebt haben, jetzt noch hier in hassverzerrte Gesichter gucken, wenn sie aus dem Bus steigen. Was können wir tun, irgendwie eine Gegenstimmung zu erzeugen? Und haben dann, weil wir einfach jetzt auch keine großen Spirenzien machen können finanziell, haben wir was ins Leben gerufen, dass wir alle paar Monate ein Abendessen machen in einem Berliner Restaurant. Der Wirt, das ist das Temrock, der spendiert dann das Essen. Ich zahle die Getränke und sitzen dann in so einer 10-12-Leute-Runde mit Geflüchteten, die jetzt gerade neu da sind und welche aus früheren Generationen, also welche, die aus dem Iran geflohen sind in den 80ern und solche Sachen. Und sprechen über irgendein übergreifendes Thema, Fluchtwege oder welche Bedeutung hat Kunst, um den Verlust und das Neue, noch nicht Bearbeitete aufzufangen. Und solche Sachen ist manchmal sicher auch ein bisschen auf eine andere Weise wieder privilegiert abgehoben. Das kann man, glaube ich, nicht vermeiden, wenn man solche Sachen macht. Aber wir haben ganz schnell gemerkt, dass eigentlich einmal entstehen dort sehr, sehr interessante Inhalte. Manchmal entstehen Interviews daraus oder jemand schreibt einen Text oder man plant wieder eine andere Veranstaltung. Aber das Wertvollste ist das Netzwerk, was sich daraus bildet. Das ist also schon jetzt ganz, ganz ungeheuer eng und interessant. Und ich merke das zum Beispiel, die schwarzen Frauen, die bei Veranstaltungen dabei waren, die sind untereinander jetzt, obwohl die nicht bei den Veranstaltungen zusammen waren, aber die haben sich dann auf Instagram, auf Twitter, in diesen Tweets oder in diesen Erzählungen auf einmal gesehen und dann selber wieder vernetzt. Also die Wellen, die das schlägt, sind ganz großartig. Das findet ja auch statt. Es gibt ja auch in Berlin 1000 Formate, die Kulturtür, Amal Berlin, Eat Be Eat und so weiter und so fort, hier bei uns im Coworking Space, Media Residenz, passiert ja genau das. Geflüchtete tauschen sich aus, erzählen ihre Geschichten, was mich interessiert. Dieses Format, ist es ein anonymisierter Raum, geschlossener Raum? Ja? Genau, also erstens mal, also ich glaube, aus jetziger Sicht würden wir das heute so wahrscheinlich nicht mehr beginnen. Das war halt schon 2014, als eigentlich noch fast nichts gab. Und wir sind jetzt auch am Überlegen, ob wir das umwandeln, weil wir auch teilweise in verschiedenen Ländern sind, ob wir versuchen, das in Radioformat und dann die woanders sind, vielleicht per Telefon zuschalten. Also sind wir gerade am Überlegen, wie wir das jetzt in eine neue Phase überführen können oder den Netzwerkanteil anders weiterlaufen lassen können, weil wir auch das Gefühl haben, dieses reine, direkte Begegnen ist zwar unglaublich schön und so, aber das war noch aus einer anderen Notwendigkeit heraus damals entwickelt. Also das ist, da sind wir jetzt auch gerade konzeptuell wieder dran. Und es geht aber weiterhin um die Vielfalt und darum, die Teilnehmer in diesem Format, ja, weiß ich nicht, zu stärken, zu empowern, rauszugehen mit ihren Stories und zu verstehen, dass sie eben nicht alleine sind, weder mit den Geschichten, wahrscheinlich mit ihren Schicksalen schon, aber das ist so oder so ähnlich eben vielen anderen Menschen leider auch so geht und dass wir nur zusammen gegen die hässlichen Fratzen vorm Bus irgendwie
genau. Also ausrichten können. Also ich, da in diesem Format sehe ich mich absolut nur als Ermöglicherin. Asai hat einen ganz anderen Blick auf und ganz andere Erfahrungen, um dort mitzuarbeiten. Die Idee war da ursprünglich, dass wir sowas, dass wir die schon die Erfahrung haben mit dem Fremdsein und Kommen und wie tickt man hier, was hat sich geändert und so, dass man einfach vielleicht bestimmte Erfahrungen den Leuten auch ersparen kann, indem man erzählt, bei mir war das so und so. Und andererseits auch dieses, da bin ich dann ja quasi die Perspektivfigur für dieses, wenn ich so eine Formulierung höre wie, für mich hat es so einen großen Unterschied gemacht, als mir jemand ermöglicht hat zu duschen. Und solche Geschichten, weißt du, einfach so ganz kleine Momente in den Erzählungen, die wieder irgendwas in deinem Kopf verändern. Und das habe ich an mir selber gespürt und ich weiß auch, dass das kann man wieder vermitteln. Das ist so, wieder so wie mit Ruth Klügers Buch. Das sind Geschichten oder Teile von Geschichten, die für diese Leute, die gerne empathischer wären, aber es halt gerade nicht sind, eventuell wieder so einen Zugang bringen können. Also das hat man ja schon ganz oft gemerkt, Leute wären lange nicht so grauenvoll, egal was Dunkles, Fürchterliches in ihnen schlummert. Ich habe immer gesagt, man hätte einfach keine Busse in irgendwelche Ostdörfer schicken sollen, sondern mindestens vorher mal einen Dia-Abend über Aleppo machen. Also wenn man einmal gesehen hat, wie ein weinendes Kind in Trümmern sitzt, ist man anders drauf, als wenn gar nichts vorher passiert ist und einfach nur der Bus ankommt. Und deswegen, also ich finde, Geschichten erzählen ist durch diese ganze Marketing-Sprache und Storytelling, man mag das ja kaum noch in den Mund nehmen, das ist für uns als Verlegerin ja ein ziemlicher Albtraum, dass das Marketing so erreicht hat, aber da ist natürlich was dran über Geschichten und Sprache allgemein, öffnen sich halt auch Herzen. Das ist dieses Unbekannte beiderseitig, vor dem man Angst hat und was dann von bösen Menschen noch geschürt wird. Ja, aber grundsätzlich finde ich das halt wahnsinnig. Also ich glaube, als Betroffene fände ich das wahnsinnig empowernd zu sehen, okay, es gab schon Generationen vor mir und es ist möglich, es zu schaffen. So, es ist, also es gibt schon mal einen Weg dahin. Toll. Aber auch nicht so. Danke, dass du sowas machst. Also. Ach, da bin ich aber wirklich, da sehe ich meine Rolle ganz klein in dem Ding. Da bin ich eher dankbar, dass ich dabei sein darf. Also da bin ich nicht die große treibende Kraft. Das ist auch groß, sowas zu sagen. Ja, sehr. Was ich auch total spannend finde, sind so Themen wie, und da bist du ja auch als Speakerin unterwegs und du sprichst auch über so Themen wie digitalen Nachlass zum Beispiel. Was passiert was passiert, wenn jemand stirbt? Was passiert mit seinem Nachlass im Internet? Was passiert damit? Also ich bin gar nicht so die Expertin für die konkreten Maßnahmen, wie man auf den Erinnerungsaccount umstellt und solche Sachen, obwohl ich jetzt auch schon Menschen im Netz verloren habe, also eine sehr gute Freundin ist vor ein paar Jahren gestorben und da habe ich zum ersten Mal diese gemischten Gefühle erlebt, wie das ist. War jemand, der schon vor Facebook-Zeiten so eine große Netzwerkerin war und einen internationalen Freundeskreis hatte, der dann wirklich auf Facebook getrauert hat. Also wo man wirklich seitenweise, wochenlang, monatelang wurden Bilder gepostet von der Beerdigung und auch Jahrestage. Und da habe ich immer so gemerkt, ich möchte da jetzt nicht partizipieren, aber ich habe auch überhaupt nicht irgendwie eine Verachtung oder so für die Leute, die das machen, weil ich habe gemerkt, das hilft denen total. Und es hat auch zu ihr gepasst. Also es war eine absolut angemessene Art, um sie zu trauern. Und es war einfach sehr, sehr interessant. Gab es auch immer so Momente, hat jemand so Fotos von den Kindern, von ihren Kindern bei der Beerdigung gepostet. Da hatte ich dann das Gefühl, das geht mir persönlich jetzt zu weit, aber es gab auch jetzt wieder keinen Widerspruch von der Familie. Dann dachte ich, okay, das sind jetzt meine Ressentiments, die da aufflackern. Ist auch interessant, weil ich ansonsten auch schon mal früher, habe meine Kinder ja ein paar Jahre früher bekommen als andere im Netz, habe auch eine Weile Fotos gepostet, später weniger, als ich auch langsam mit Trollen ein bisschen unbehaglicher wurde. Und was mich aber mehr interessiert, ist diese veränderte Vorstellung von Leben, Lebendigkeit, Tod, Todsein, Vergessenwerden im Netz, weil wir da alle in so einer Art Limbo-Zwischenstatus sind. Also ganz viele Leute, die ich noch nie im Real Life getroffen habe, sind ja für mich nicht richtig Lebende, sondern nur so digital, virtuell, lebendig. Und letzten Endes könnte man mich theoretisch betrügen. Man könnte mir vormachen, dass die noch leben oder überhaupt, dass sie leben. Vielleicht gibt es die gar nicht. Wir haben ja alle mehrere tausend Posts, ich glaube, für künstliche Intelligenz. Inwieweit die jetzt bei Facebook oder Amazon tatsächlich schon funktioniert, haben wir dahingestellt. Mhm. Aber aus so bestehenden Nachrichten, aus dem Duktus, der Frequenz, den Inhalten, den Themen, der Wortwahl, wäre es ein leichtes, nach dem Tod noch
1000 Jahre weiter zu twittern, absolut, ohne dass es jemand merkt wahrscheinlich. Also genau, nicht nur, dass du verarscht wirst, sondern du könntest auch die Leute da draußen verarschen und einfach sagen, ach, ich lasse es jetzt programmieren und lasse es einen Bot machen. Genau. Inklusive der Antworten. Genau, und man muss ja gar nicht so wertend verarschen, sondern man könnte ja auch sagen, man behält jemanden. Also das spüre ich auch tatsächlich. Die Personen, die nicht mehr da sind physisch, erscheinen ja noch weiterhin. Wenn ich zu einem Event einlade, wird mir diese tote Freundin immer auch gezeigt, ob ich sie einlade. Und deswegen automatisiere ich das nicht, weil ich nicht will, dass ihr Mann, den ich auch so treffe, von mir so eine herzlose Einladung zu einem Event dann bekommt. All diese Seiteneffekte oder Schirmacher ist mir irgendwie kurz nach seinem Tod auf Twitter empfohlen worden, ich soll ihm folgen. Also es hat auch so groteske Momente. Oder ich habe jetzt in dem Projekt, was ich mache, 1000 Tode schreiben, wo es eben um vielfältige Blickwinkel auf den Tod geht, persönliche, professionelle. Da ist jetzt auch in der nächsten Version werden zum ersten Mal Texte dabei sein von Menschen, die im Verlauf des Projekts gestorben sind. Und das ist echt heftig. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich manchmal lange Zeit dieses Projekt gar nicht anfasse, weil das ist nicht einfach zu packen. Und dann aber auch wieder was ganz Tolles natürlich auch, weil es einen Rahmen bildet, der auf gewisse Weise einzigartig ist. Total. Ist ja auch dieses, das Internet vergisst nicht, ist natürlich gemeint eher für andere Sachen, für Fehltritte oder für Dinge, die man vielleicht lieber nicht veröffentlicht hätte. Aber eben Menschen so die Ehrerbietung oder das Herz und das Erinnern zu geben und auch eine ganz neue Möglichkeit der Trauer sozusagen mit an die Hand zu geben, ist vielleicht für viele gar nicht so der schlechteste Weg. Ich habe so ein bisschen kritischen Blick auf das Collective Mourning, so wenn so Stars oder Prominente sterben. Da habe ich teilweise das Gefühl, dass dann alle so richtig aufflackern und so verlebendigen plötzlich. Das erinnert mich so ein bisschen an die Beschreibung im 18. Jahrhundert, wenn die Leute so zu Hinrichtungen gegangen sind. Also da ist jetzt zwar jetzt nicht das Geifern, dass man jemanden beim Sterben zusieht, aber diese Aufregung, dass man näher dran ist, die zuerst getrauert zu haben. Die ist mir ein Kick zu voyeuristisch, aber das ist natürlich auch jetzt wieder subjektiv. Ich mache dann wieder andere Sachen, wo wieder beim Zusehen wieder andere Menschen sagen würden, also das würde ich jetzt nicht machen. Also da hat jeder so seine Individuen, muss man auch aufpassen, dass man da nicht die anderen verurteilt, weil man selber dann woanders ganz schlimm ist oder ganz anders. Ja, und dem ist auch gar nicht so viel hinzuzufügen als das große geöffnete Herz. Dem können wir uns nur alle anschließen. Das sind, glaube ich, die kleinen Dinge, die wir alle beisteuern können für eine weltoffene und großzügige, friedvolle, friedliebende Gesellschaft. Und dass du da mitmachst, ist total toll. Wir haben alle zum Glück Wege gefunden, das zu tun. Vielleicht inspirieren wir auch Leute dort draußen, da noch mehr zu machen. Wenn du möchtest, würden wir gerne dein Buch und deine Empfehlung verlosen und in einem exklusiven Spot irgendwo auf diesem Kanal dir auch gerne zuhören, wie du die Girls, präraphaelitischen Girls zitierst mit ein paar Sätzen, wenn du einverstanden bist. Alles klar, also wir haben jetzt nur die englische Ausgabe hier. Ich hoffe, ich kann das leisten. Ich glaube, die habe ich noch nie vorgelesen, aber ich schlage einfach mal was dann auf. Das machen wir in dem anderen Internet. Wir machen hier einmal kurz einen Shop. Vielen Dank, liebe Christiane, dass du bei uns warst. Ich danke auch. Das war fantastisch. Es hat eine große Freude gemacht, dir zuzuhören, mit dir zu sprechen. Und bis zum nächsten Mal. Wir reden nochmal mit Christiane irgendwann, oder? Das muss. Ja, das braucht eine Fortsetzung. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Wir sehen uns drüben in dem anderen Video. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wir sind ja bald wieder da. Ja. In der nächsten Folge 5.3 der Literaturpodcast Vielfalt durchlesen haben wir einen weiteren bezaubernden Gast, nämlich Sascha Marina Salzmann. Genau, und sie ist Schriftstellerin, Essayistin und Hausautorin beim großen Berliner Gorki-Theater und meines Wissens Argonautin. Na, zumindest hat sie die Argonauten von Maggie Nelson empfohlen für die Literaturliste. Okay, das klingt philosophisch, intelligent, wild, bezaubernd. Das habe ich mir gemerkt vom Paperback des Buches, aber ich bin mir sicher, das trifft auch auf die gute Sascha zu. Klar, Sascha ist genauso bezaubernd und philosophisch und intelligent und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Ich freue mich viel mehr auf Sascha, Mariana, Salzmann und auf euch. Auf dich auch. Danke. Einschalten, bis dann. Bis dann.